Mein Name ist Dieter Heimat. Ich bin 1964 auf die Welt gekommen. Mein Vater Klaus. Ich habe noch eine Mutter Ingrid. Dann habe ich auch noch zwei Brüder, Detlef und Dürmeisen. Ja, dann bin ich in die Schule gegangen. Bin auch nach der 8. raus. Wollte die weite Welt sehen und mal gucken, so wie es ist, das Leben. Und die Lehre bin ich auch rausgeflogen. War alles nicht so einfach damals. Bin sonst ja alles vorgemacht, hier die heile Welt versprochen. Dann habe ich als Leichenbestatter angefangen. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Dann kommt die Wende, hat uns erwischt, unter anderem. Und hab dann als Kindergärtner gearbeitet. Und dann habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und dann haben wir geheiratet, ne, wie das so ist. Und dann bin ich halt zu ihr gezogen. Und wir haben auch ein Kind jetzt, Heiko. Der wird bald 18, hat aber noch schön Roller. Der fährt Roller. Wie Michael Schumacher Auto fährt, so fährt der Roller. Den ganzen Tag. Meine Frau schimpft immer ein bisschen. Ich sag, komm, los ein Ziel. Der muss selber sein Leben, seine Erfahrung machen. Er nimmt keine Drogen. Das ist ein guter.